Willkommen in der Arktis und heute geht's mal endlich um den Polarfuchs. Los geht's. Ja, ihr Lieben, es hat ein bisschen gedauert. Ich habe es endlich geschafft. Ich mache mal ein ganz kleines Video über den Polarfuchs und ihr seht es, ich befinde mich immer noch an einem wunderschönen Tag auf Spitzbergen in der Arktis, relativ nah am Nordpol, so 1000 Kilometer noch entfernt, 1500. Und ja, hier gibt es allerhand super spektakuläre Tiere, wie zum Beispiel den Polarfuchs. Ich glaube, einem der kleinsten Füchse der Welt. Ich glaube, der Wüstenfuchs ist sicher noch, der Fennek noch ein bisschen kleiner, aber einer der spektakulärsten. Also ich habe einige Aufnahmen ja auch gemacht und ich werde euch mal jetzt so ein bisschen da durchführen, vielleicht auch in einer Art von Voice-Over. Letztens stand ich auch neben einem Fuchs, da seht ihr jetzt auch nochmal ein bisschen Videoaufnahmen. Und ja, was kann man über diesen kleinen Fuchs alles sagen? Tausende Dinge. Dieser Fuchs ist wahrscheinlich so einer der Tiere, wo mir die besten Fotos und Videoaufnahmen bisher in meinem Leben gelungen sind, weil man auch relativ nah an ihn rankommt. Das ist tatsächlich erstaunlich. Ich gucke gerade, ob sich hier einer anschleicht. Und ja, und wo kommt der Polarfuchs vor? Der kommt tatsächlich in der ganzen Arktis vor, von Grönland über Kanada bis Island und Sibirien und natürlich eben auch hier Spitzbergen. Ja, das Tolle an dem Polarfuchs ist natürlich, auf Bildern natürlich auch eine unglaubliche Ausstrahlung hat und das macht natürlich auch sein Fell. Der Polarfuchs hat verschiedene Fellfarben und Varianten und wechselt das Fell auch. Wir haben einmal den Weißfuchs, der im Winter immer... Oh, da hört ihr übrigens einen Fuchs. Ich hoffe, das kommt auf die Aufnahme. Der im Winter weiß ist und im Sommer eher bräunlich. Das macht er natürlich in beiden Formen zur Tarnung. Ich blende jetzt mal so ein paar Videos und Bilder ein. Da seht, bekommt ihr, glaube ich, einen Eindruck, warum er das macht. Und ja, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Dann gibt es noch den Blaufuchs, der ein sehr schönes Fell hat. Eher schwarz, würde ich behaupten, als blau. Und der wurde auch sehr intensiv gejagt. Also das Fell ist einer der wertvollsten der Welt. Deutlich wertvoller als Eisbärenfell zum Beispiel. Und er wurde auf Spitzbergen zum Beispiel auch so sehr gejagt, dass es ihn ja nur noch so im Bereich von 5% der ganzen Population gibt. Also 95% Weißfuchs, 5% Blaufuchs. Und ist immer noch dieselbe Fuchsart, ist einfach das ganze Jahr schwarz. Aber ja, denkt sich, die Tarnung ist eigentlich auch scheißegal, was durchaus ein Thema ist, weil auf Spitzbergen tatsächlich im Winter spielt die Tarnung kaum eine Rolle. Ja, es gibt keine Nahrung. In anderen Regionen der Arktis gibt es im Winter zum Beispiel Lemminge oder vielleicht auch Mäuse, es kommt immer drauf an. Also zum Beispiel in Skandinavien gibt es Lemminge oder in Grönland oder im kanadischen Inselarchipel und die sind auch im Winter aktiv. Das Glück haben die Füchse hier nicht. Die müssen dann ausweichen auf andere Nahrung wie Kadaver oder eben Eisbären verfolgen und dann die Kadaver von den Robben fressen. Oder Müll fressen aus den Siedlungen. Da sind auch immer sehr viele Füchse dran. Aber sonst gibt es eigentlich nichts. Also keine Ahnung, ich verstehe immer noch nicht, wie sie es überleben. Also ich kann es euch kaum erklären. Ja, und was fressen sie sonst noch dann im Frühjahr? Jetzt wird es mal langsam früher. Man hört vielleicht auch ein paar Vögel. Das sind Meeresvögel, die brüten hier. Danach kommen auch Enten und Gänse. Da ist natürlich die Zeit, wo die Füchse eigentlich am meisten zulegen können, wo sie auch ihre Jungtiere bekommen. Die bekommen sie hier auf Spitzbergen Mitte Mai, so am 15. 20. Mai herum. Und das ist dann wirklich die produktivste Zeit, wo die Füchse sich die Eier schnappen können, die Küken schnappen können und, und. Also da können sie dann tatsächlich wirklich gut jagen. Ja, und wie gesagt, das ist dann eben alles zusammenhängend. Also die Paarungszeit ist dann 50 Tage davor, also Anfang April, da war ich auch dabei quasi in der ersten Reihe. Also ich habe das auch wirklich gut einfangen können. Auch hier noch ein paar Bilder von der Paarungszeit. Leider den Akt nicht fotografiert, aber naja. Dann müsste ich das Video vielleicht nochmal anders klassifizieren. Und sonst, ja, ist es so, dass die Füchse vor allem auch dafür bekannt sind, dass sie unglaublich große Strecken auf dem Meereis zurücklegen können. Und man hat zum Beispiel hier auf Spitzbergen einen Fuchs besendet und er ist dann, ich glaube, 3000 Kilometer in 50 Tagen bis nach Kanada gelaufen. Ja, und das war dann so weit, dass man auch gedacht hat, okay, hat den Fuchs irgendwie jemand aufs Brot genommen oder irgendwie ins Flugzeug gepackt? Wie kann er sich so schnell bewegen? Aber nein, der ist einfach übers Meereis gelaufen. Vielleicht auch im Schlepptau mit dem Eisbären. Wer weiß. Also das ist tatsächlich auch sehr spannend, wie eigentlich sich die Füchse bewegen und ja, welche Füchse dann vielleicht auch in einem Gebiet bleiben, vor allem in der Stadt, und welche Füchse dann wirklich große Wanderungen auf sich nehmen. Die Füchse selber leben tatsächlich gar nicht so lange. Die haben so eine Lebensspanne von
2, 3 Jahren, teilweise 5 Jahre, können bis zu 10, 12 Jahre alt werden. Und das liegt natürlich an diesen harschen Bedingungen, aber eben auch an Krankheiten. Und Krankheiten, da habe ich ein sehr gutes Beispiel, da habe ich jetzt mit einer Forscherin länger auch gesprochen vom norwegischen Polarinstitut. Das ist zum Beispiel diese Laus in Fell, also diese Fur-Lice, und die sorgt dann doch dafür, dass ein beträchtlicher Anteil des Fells davon korrumpiert wird und quasi nicht mehr existent ist, und dadurch verlieren sie natürlich ihre Wärmeisolation. Und das ist so mit einer der herausragendsten Fähigkeiten dieses Fuchses. Er kann nämlich bis zu minus 40, 45 Grad überleben, indem sein Fell wirklich maximal gut isoliert ist. Er hat dann wirklich so ein Luftpolster und ja, hat auch hohle Haare, und dadurch überlebt er wirklich diese unglaublich widrigen Bedingungen hier in der Arktis. Ja, und da seht ihr noch ein paar Aufnahmen, was man natürlich auch ganz gut bei diesen Füchsen sieht. Das ist dann auch wieder eine biologische Regel, dass die Extremitäten deutlich kleiner sind. Das heißt, sehr kleine Beinchen, sehr kleine Ohren und auch eine kleine Schnauze, alles komprimiert, um natürlich keine Wärme zu verlieren. Der Fuchs ist allerdings auch tatsächlich eher einer der kleineren Füchse. Das widerspricht der Bergmannischen Regel in gewisser Weise, wobei das ja auch Zwischenspezies ist, aber wie auch immer. Und da bekommt er auch Probleme in einigen Populationen, wo zum Beispiel in Kanada Rotfüchse immer weiter nach Norden dringen. Die sind dreimal so groß und die verdrängen dann den kleineren Polarfuchs, einfach weil sie größer und stärker sind. Ein ähnliches Problem auch in Norwegen und Schweden, weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt Populationen gibt, aber in Norwegen auf jeden Fall. Auch da leiden sie eben genau darunter. Jetzt hier nochmal Zukunftsmarcel. Ja, da ist mir irgendwie das Ende der Aufnahme flöten gegangen. Was ich eigentlich nur noch sagen wollte, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was über den Polarfuchs gelernt. Und dann bis zum nächsten Mal, auch wieder mit sehr passender, sitzender Frisur. Also guckt gerne an die anderen Videos rein und bis dann. Ciao, ciao.